Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Blamieren oder Kassieren, der zweite Teil von Hannover 96 ist heute am Start. Die erste Episode war so semi-erfolgreich, in der ersten Runde rausgeflogen, wie bereits zuvor mit Ingolstadt in beiden Versuchen. Wenn ihr nicht versteht, wie diese Serie funktioniert und gar nicht wisst, was hier los ist, dann schaut mal ja in die Playlist. Die erste Folge ist die Pilot-Episode, wo alles erklärt wird, und ich erkläre euch jetzt, wie das Team momentan aussieht, denn das, quasi wir jetzt mit dem zweiten Versuch reingehen werden. Weiterhin Zieler im Kasten, und zwar die Inform-Variante. Schulz und Marcelo Verteidigung, Sorg, Albon, Osane, Uffe, Bech, Hiroshi, Kiyotake, Edgar Pripp, Hugo Almeida und Charlie Benchop. Gleiches Team also und gleich starker Gegner. Brasilianisches Team mit Alves, Sandro, Miranda, Naldo, Dani Alves, Gustavo, Melo, unter anderem dazu noch Douglas Costa und der ersten Chance für Benchop im 16er. Er kriegt den Ball aber noch nicht ins Tor. Dann aber die Chance für, oh mein Gott, Olli Sorg, und der haut den mal so richtig daneben. Egal, wir waren richtig gut drauf. Benchop mit der nächsten Chance und wird gefoult. Es gibt 11 Meter, 9 Minuten durch. Das wäre doch mal direkt ein schöner Start in diese Partie, und das wäre gleich mal ein bisschen Cash auf unser Konto. Benchop jetzt mit der Chance, ist der beste Elfmeterschütze, den wir hier haben, und dementsprechend macht es der ehemalige Fortuna gegen Diego Alves, und der macht es gut, 1:0, 10 Minuten durch, und wir führen in dieser Partie. 50.000, ja, Coins, also 50.000 Euro gehen auf unser Cash-Konto, von dem ich gleich nochmal erklären werde, was es im Endeffekt bedeutet. Aber der Gegner versucht zurückzukommen über Hulk, setzt sich hier wunderbar durch nach einer Ecke, aber der Schuss, beziehungsweise noch ein Konter, aber der Schuss geht über den Kasten hinweg. Trotzdem wurde er jetzt gefährlicher, das ist für Mino, wieder ist Zieler da, schöne Parade von unserem Nationalkeeper mit der Informkarte, die einzige bisher, abgesehen von Christian Schulz. Das Stellungsspiel war nicht informreif, war mein Fehler, habe ihn zu früh rausgeholt, und dementsprechend lupft Melo ein zum 1:1. Allerdings versuchen wir zurückzukommen, Edgar Pripp mit dem Kopfball, das war im Endeffekt, glaube ich, Sané, und wir kriegen das Ding nicht aufs Tor, aber wir versuchen es weiter. Sané in der Situation jetzt gefordert gegen Alves, den muss er normalerweise machen, macht ihn aber nicht mit dem schwachen linken Fuß am Tor vorbei. Wir geben uns allerdings nicht auf, der Ball auf Edgar Pripp, und der ersetzt nochmal Hiroshi Kiyotake ein, der im 16er, und was war das für ein Foul? Ein Elfmeterwürdiges auf jeden Fall. Es gibt den zweiten der Partie, nur gelb für Naldo. Normalerweise hätte es rot geben müssen. Klare Torchance und noch mehr oder weniger von hinten, aber gut, so hat Benchop die Chance ohne rote Karte und immer noch bei 11 gegen 11 das zweite Tor zu erzielen, das zweite Elfmetertor in diesem Spiel, aber Alves hält ihn diesmal. Er ist da und verhindert, dass wir hier die nächsten 50.000 einstreifen. Wir versuchen natürlich trotzdem weiter. Sané wird hier gegrätscht, gefoult, und es gibt den Freistoß und passenderweise jetzt die rote Karte, und zwar für Alexandro. Es ist zwar nur eine gelb-rote, aber trotzdem ist der Gegner jetzt zumindest schon mal in Unterzahl. Das heißt, es sieht gut aus, als ob wir die erste Runde überstehen würden. Kiyotake mit dem Freistoß an die Latte. Ja, der Ball war noch nicht drin. Es stand noch 1:1, aber versucht es natürlich. Ja, weiter Kiyotake mit dem Ball auf Salif Sané. Der geht rum, und Diego Alves, es gibt den dritten Elfmeter dieser Partie. Und es ist der dritte, der gerechtfertigt ist. Und es ist die dritte Chance zu Charlie Benchop. Wieder in die linke Ecke, und er sitzt. Es steht 2:1, Freunde. 82 Minuten durch, und Hannover 96 zieht ein in die nächste Runde. Oder auch nicht. Uiuiui, das war nochmal ganz schön knapp hier. Alexandre Pato eingewechselt, aber er vergibt, und dementsprechend gewinnen wir diese Partie und ziehen, wie gerade gesagt, ein in die nächste Runde. Das Viertelfinale steht an, keine Änderung in unserer Mannschaft, aber wir müssen ja schon mal zum Finale hin, wenn wir da reinkommen sollten, 3 Spieler auswechseln, weil wir ja 3 Runden in der letzten Episode nicht geschafft haben, im ersten Versuch. Zweites Spiel übrigens gegen ein Serie A-Team, und auch da geht es relativ gut los. Kiyotake aus der Distanz an den Pfosten. Das wäre ein richtig schneller Auftakt gewesen nach 12 Minuten, aber nicht der Führungstreffer hier. Wir versuchen es weiter, die Flanke auf Ah, nee! Wieder die Latte. Zweimal Aluminium in dieser Partie bereits. Ganz, ganz bitter. Nochmal der Versuch von Almeida, aber abgefälscht. Sollte wohl noch nicht so ganz sein. Andere Seite, die erste Chance vergibt aber Claudio Marchisio und Stefan Jovetic, aber zieht er mit einer klasse Parade. Das Geld übrigens, um es jetzt mal zu erklären, ist dafür da, meine Freunde, dass wir am Ende Hugo Almeida feiern können. Nächstes Tor, Kopfball, 1:0, 55.000 Cash nach der Flanke von Uwe Bech. Ganz, ganz spitzer Winkel, aber der Portugiese macht den Ball einfach rein. Das Cash ist dafür da, um zu sehen, wo die Mannschaften, klasse Parade von Zieler, im Ranking stehen. Ingolstadt, ja, hat sich richtig blamiert. Darmstadt beispielsweise hat 12 Millionen, und es wird immer so abgewertet. Oh, Almeida mit dem nächsten Longshot. 75.000 aufs Konto. Schönes Tor von Portugiesen. Und das Team, was am Ende das meiste Cash hat, wo es ja danach geht, wie der Marktwert so ist, wie sie gespielt haben, wie viele Tore sie gemacht haben, wie viele Runden sie überstanden haben und so weiter und so fort. Natürlich auch, welche Episode am meisten geliked ist. Das Team hat dann einfach gewonnen und ist im Ranking am weitesten vorne. Und ich möchte so jedes Team mal dranbringen, was es in der Bundesliga gibt, damit ich jeden Fan befriedigen kann. Der Kopfball hier übrigens von Edgar Pripp wird gehalten von Diego Alves, aber steht weiterhin 2:0 die Tore von Almeida. Und wir versuchen es weiter. Kombinationsspiel, Benchop. Was für ein Versuch. Richtig kraftvoll, aber ja, diesmal dieser Ball gehalten. Kiyotake versucht es nochmal. Der Ball geht rüber. Er sah trotzdem sehr, sehr gut aus für uns. Und dann kam doch nochmal der Gegner nach vorne. Nein, Golan im 16.
Gladbach-Trainer setzt sich da irgendwie durch, zieht drauf an die Latte und dann geklärt im Endeffekt. Das war ganz, ganz eng. Nochmal die Chance für Stefan Jovetic, aber wieder abgewehrt. Das war ganz, ganz stark da hinten drin. Auch wenn wir trotzdem in Gefahr waren. Nochmal der Pfosten für den Gegner und der letzte Kopfball da über den Kasten. Das war die letzte Aktion der Partie. Wir dürfen ins Halbfinale vorrücken. Das heißt, zwei Runden überstanden. Es läuft besser mit Hannover, als es mit Ingolstadt laufen wollte. Wir gehen ins dritte Spiel und auch das ist wieder alles andere als einfach gegen ein brasilianisches Team, das aber Joao Zinho als Stürmer da stehen hat. Und ja, eben nicht beispielsweise Ari oder Wanderson. Vielleicht haben wir dadurch eine Chance und es gibt direkt mal die erste gute Szene. Kiyotake mit der Balleroberung in der Defensive gegen Mats Hummels und dann die Flanke auf den Elfmeterpunkt und da steht Benchop 1-0. Wir sind gerade mal 2 Minuten in der Partie und direkt der Führungstreffer für die rot gekleideten Hannoveraner durch den Niederländer. Was für ein schönes Ding, Kiyotake mit der perfekten Flanke. Da zeigt sich, nicht nur in Realität ist der Kerl wichtig, auch in FIFA. Allerdings, naja, der Gegner versuchte zurückzukommen. Lukas ballert den irgendwie über den Kasten hinweg, hätte nicht sein müssen. So haben wir die Chance auf 2-0. Almeida mit dem Finesse-Schuss am Kasten vorbei. Wäre ja auch zu schön gewesen. Trotzdem wird weiter versucht. Salif Sané, es ist ihm nicht vergönnt, das Tor zu machen. Bei Deal with mit Almeida ging's noch. Hier funktioniert es nicht so wirklich. Ja, wir haben weitere Chancen. Edgar Pröp. Ah, nicht so geil. Im Endeffekt easy, ja, diesen Ball zu halten. Der war schon wieder ein bisschen schwerer. Ich glaube, das war Almeida mit seinem schwachen Rechten. Und dann kam der Gegner ein Konter nach einer Ecke. Und naja, ein Finesse-Schuss mit Joao Zinho, der keine Chemie hat, zum 1-1. Schön beschissen. Somit haben wir jetzt unentschieden. Allerdings versuchen wir natürlich zurückzukommen. Da ist es so viel Pech mit dem Ball auf Charlie Benchop im 16er. Keiner greift ihn wirklich an und er macht das 2-1. Es läuft richtig gut. Benchop mit dem Doppelpack. Letzte Episode, bzw. letztes Spiel. Hat der Mailer den Doppelpack geschnürt davor. Hat auch Benchop gemacht mit seinen beiden Elfmetern. Und jetzt ist der Niederländer wieder dran. Es ging direkt gut weiter. Das ist Hiroshi Kiyotake. Setzt sich klasse durch und er macht es aus der Distanz. 3-1. Longshot-Tor. 75.000 auf unser Konto. Was für ein Spiel. Was für eine Leistung. Und wie schön einfach, dass Hannover auch mal Erfolg haben kann. Richtig nice gemacht von unserem japanischen zentraloffensiven Mittelfeldstrategen hier in dieser Episode. Das war wunderbar mit dem Fake-Shot Nummer 1 und dann, naja, nochmal rumgetänzelt und der Longshot, bei dem kein Kraut gewachsen ist. Der Gegner hat versucht zu antworten, es stand ja bereits 3-1 und er wollte mehr. Joao Zinho macht das 3-2. Es sah nochmal eng aus. Der traf einfach, wie er wollte, obwohl er keine Chemie hatte, aber im Endeffekt half ihm das nicht. Andere Seite auch Chancen. Pech! Kann den nicht verwerten. Normalerweise muss er den machen, tut es aber nicht und deswegen gab es noch Chancen für den Gegner. Neymar hier setzt sich durch, setzt sich richtig stark durch, aber hammert den Ball gegen die Latte. Ganz viel Glück in der Situation, Spiel immer noch nicht vorbei. Fernandinho und Ziele abgefälscht mit der klasse Parade und dann war es vorbei. Wir sind tatsächlich durch. Wir gewinnen 3-2 und wir stehen im Finale und so sieht das Team jetzt aus. Downgrade für Schulz, Felipe ist da. Downgrade, ja, auch auf der Stürmerposition für den Kollegen Almeida, da ist jetzt Soberg und wir haben noch ein Upgrade, beziehungsweise 3 Upgrades. Nikolai Müller für Bech, ja, für die Tore, die wir geschossen haben, können wir jeweils ein Rating machen. Da beispielsweise bei Prip haben wir nochmal +2 genommen und wir haben auch in der Innenverteidigung mit Gilo Boggi für Marcelo nochmal aufgewertet. Das dritte Downgrade übrigens, naja, haben wir quasi mit Soberg vorne in der Sturmspitze. Wir haben dazu Felipe und wir haben auch noch Hiroki Sakai jetzt auf der Rechtsverteidigerposition in Japaner anstelle von Oliver Sorg. Relativ unwichtige Position, denn das sehen wir in der Offensive, das ist Salif Sané mit dem ersten Versuch. Es ging gut los und wir brauchen die Defensive in der Situation noch nicht so dringend. Das ist Hiroshi Kiyotake. Finesse-Schuss war ein schöner Versuch, wollte nicht ganz reingehen, aber es gab ja noch die Möglichkeit, über Standards zu kommen und das ist der Japaner und der kann die ja. Bringt den rein, da steht Salif Sané wieder auf Allier geklärt. Der Ball will nicht ins Tor, wenn er schießt. Gilo Boggi nochmal mit dem Versuch, aber auch der soll nicht reingehen. Gilo Boggi übrigens die 3 Upgrades, beziehungsweise die 3 Ratings abgegradet. Dann haben wir ja Prip mit 2 auf. Oh, kostet schöner Kopfball. Und dann haben wir natürlich noch auf der rechten Seite Müller, der nochmal +3, glaube ich, sogar bekommen hat. Jetzt wird's eng. Hiroshi Kiyotake, der Ball geht wieder vorbei. Er wollte nicht rein. Wir haben das Tor einfach nicht erzielt. Dann Soberg setzt sich klasse durch gegen die Defensive. Steht im 16er, hat sich gegen Umtiti durchgespielt und dann ist Rufier da und hält diesen Ball. Aber Ecke. Kiyotake, Philipp Kostic, 1-0, ich fass es nicht, der Serbe, der Neuzugang, der eine Spieler, den wir upgraded haben auf der linken Seite, er macht das Kopfballtor, absolut unerwartet, aber er trifft, er macht das, was Sané nicht fertig brachte und ihr erinnert euch vielleicht, bei Darmstadt, da war Simon Zoller, der uns in Führung gebracht hat, gegen dieses krasse Team und hier ist es wieder einer, der ja quasi geupgradet wurde mit Philipp Kostic, Gegner versucht zu antworten, Zieler wieder weit draußen, aber die Informkarte kann halt seine Fehler auch wieder gut machen und hält diesen Ball dementsprechend, zweiter Durchgang, Gegner versucht zurückzukommen, Zieler wieder mit einer klasse Parade. Es sah gut aus für unser Feind. Es sah nach Pokalsieg aus und es ging gut weiter. Der Ball, ja, in die Spitze gespielt von Hiroshi Kiyotake auf Arthur Soberg und der legt nochmal raus auf Charlie Benchop. Der ist im 16er, 2-0. Freunde, das ist die Vorentscheidung in dieser Partie und das ist das Tor von unserem niederländischen Stürmer, der bereits sein 5. erzielt in dieser Episode. Es lief gut. Soberg, Finesse-Schussversuch über den Kasten hinweg.
Freistoß Hiroshi Kiyotaka, 31 Meter, 71. Minute der Pfosten. Freunde, das war richtig, richtig guter Fußball hier, der geboten wurde, aber der Gegner kam nochmal. Der kam in der Offensive. Querpass und Zieler ist da, er hält diesen Ball. Sollte es wirklich der Fall sein, dass wir hier ja das Ganze gewinnen. Uiuiui, da ist dann doch noch der Anschlusstreffer, 88. Jetzt bloß nicht auseinanderfallen, nein. Wir gehen in die Offensive, das ist Soberg und der spielt auf Kiyotaka und der legt quer auf Charlison. Ben Schopp und der gibt nochmal 50.000 obendrauf. Die endgültige Entscheidung zum Pokalsieg für Hannover 96. Der zweite Versuch, anders bei den Ingolstädtern, bei den Schanzern erfolgreich, bei den Landeshauptstädtern Niedersachsen. Die Fans vollkommen zufrieden und aus dem Häuschen und ich auch, denn mein Verein, mein Lieblingsverein, mit dem habe ich es tatsächlich geschafft, hier den Pokal zu gewinnen. Ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, aber es ist passiert und das ist sehr, sehr schön, denn wir werden es gleich in der Ergebnisübersicht gehen. Es ist zumindest schon mal nicht der letzte Tabellenplatz, wie es in Realität ist, wo sie verdient dastehen und hier haben sie sich verdient, dass sie das Champions League gewonnen haben, auch mit den drei Neuzugängen Müller natürlich, mit Gilo Boggi und natürlich auch mit Philipp Kostic. Hier sehen wir es, 1,1 Millionen fürs erste Spiel, 2,155 fürs zweite, 3,18 fürs dritte und 5,155 für den Pokalsieg im vierten Spiel, 12,39 Millionen insgesamt mit den 800.000, die wir ja für den Marktwert den drittniedrigsten in der Bundesliga bekommen. Das ist doch schon mal ganz nice, ihr seht, der Zieler freut sich auch. Und dementsprechend, liebe Freunde, haben wir ja immer noch Darmstadt als Führer, denn wir können das Ganze jetzt hier vielleicht mal einblenden, vielleicht mache ich das mal. Darmstadt momentan ja noch ein bisschen weiter vorne, Ingolstadt letzter und Hannover momentan auf Tabellenplatz Nummer 2. Sieht richtig gut aus, ich bin gespannt, was die nächsten Episoden bringen werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht auch für Hannover 96, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.